Ein freudiges Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Dunkelheit Evoland 2. Wir sind hier in einem total crazy Labor von einem total crazy Typen. Und ja, super. Und müssen Dinge aktivieren. Nur eine? Ich befürchte Schlimmes. Traue mich ein bisschen nicht da hochzugehen, jetzt ehrlich gesagt. Jetzt aktiviert die Konsole oben rechts. Perfekt. Jetzt aktiviert die Konsole unten rechts. Was? Schön. Jetzt deaktiviert die Konsole oben rechts. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, ist ein bisschen easy bis jetzt. Perfekt. Jetzt deaktiviert die Konsole oben links. Gut. Jetzt aktiviert die Konsole oben rechts. Gut. Jetzt aktiviert die Konsole oben links. Gut. Jetzt deaktiviert die Konsole oben rechts. Gut. Jetzt deaktiviert die Konsole unten rechts. Gut. Jetzt aktiviert die Konsole unten links. Hervorragend. Jetzt aktiviert die Konsole oben rechts. Bitte. Ich will nicht nochmal was deaktivieren. Gut, jetzt deaktiviert die Konsole oben links. Perfekt, jetzt deaktiviert die Konsole oben rechts. Schön, jetzt aktiviert die Konsole oben links. Wollen die mich verarschen oder ist das jetzt wirklich was? Bin mal rebellisch. Ich bin mal sehr rebellisch. Uack, warum will auch nie jemand auf mich hören? Weil du nervst. Ha. Hallo Professor Giro, wie geht es euch heute? Was? Okay, bevor ich da hingehe, gehe ich nochmal nach oben. Okay, es war wirklich nur so ein Fake-Kampf da hinten. Ach, hier waren wir noch nicht. 4 von 5. Wo ist der letzte? Der letzte ist dann bestimmt da über den Weg, den wir gerade freigeräumt haben. Licht, danke. Dann gehen wir mal dahin. Was ist das? Ein Sarg. Und eine letzte Konsole. Alternatives Experiment. Ruhekammer in letzter Instanz. Uh-oh. Notgenerator aktiviert. Ja, das Licht ist wieder an. Alarmstufe ist jetzt 0. Sicherheitsmaßnahmen werden deaktiviert. Endlich! Dieses chaotische Gekämpfe ging mir langsam auf die Nerven. Was ist mit euch, Stefan? Nein. Aber einige von ihnen scheinen immer noch ihren Zweck zu erfüllen. Kamerafahrten. So. Ein rotes Band. Total mein Stil, aber ganz staubig. Alles klar. 2. Dezember 1948. Mein Vorgänger hat großartige Vorarbeit geleistet. Er muss lange Zeit hier gelebt haben. In Vorbereitung auf Subjekt X-Ankunft habe ich mit der Implementierung eines automatischen Sicherheitssystems begonnen. Ende der Aufzeichnung. Ja, hat ja gut geklappt. So, was haben wir hier drin? Diese Kammer ist leer. Ein Glück. Hey, darin ist etwas. Oh, ein Stern! Cool! Geil! Hat sich ja voll gelohnt, hier hinzugehen. So, das heißt, keine Kämpfe jetzt mehr, oder wie? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Und wieso? Was passiert? Nichts mehr. Okay.
Oh, ich glaube, ich habe die Anspielung jetzt gerade erst kapiert hier unten. So. Gehen wir mal hoch und speichern mal ab. Zugriff verweigert. Sicherheitsstufe 5 aktiviert. Wird, sagt der Zettel. Zugriffsanfrage für eingeschränkte Bereich 1 wird verifiziert. Turning Test wird initialisiert. Nein! Oh mein Gott! Wie unerwartet! Wie unerwartet! Cool! Der Turning Test. Sowas brauche ich auch auf der Arbeit. Bam, gewonnen! So, Pong und Ping. Nein! Ah, shit. Nein! Wow, that was knapp. That was knapp, da bin ich noch reingebackt. Ich finde bei Pong immer schwierig, wie trickst man eine KI aus? Oh, ja, oder wie trickst die KI einen aus? Eigentlich muss die KI, ja, nur selber gefakte menschliche Reflexe haben. Und das hat sie anscheinend. Ab bis wie viel geht das denn? Ich dachte jetzt, wer als erstes 3 Punkte hat oder so. Vielleicht sind es auch 5. Nein! Oh, wie schlecht war das denn jetzt? Das tut mir leid. Aber wir müssen es ja spannend machen. Nein! Ach komm schon, Stefan, das kann auch nicht sein, sowas. Kann doch nicht sein, dass ich bei Pong verliere. Bei Pong! Gegen eine KI! Das war doch jetzt eindeutig voll der Mitleidspunkt. So, oh Gott, der schafft es eh nicht. Ja, verliere einfach mal. Menschliche Intelligenz festgestellt. Oh, ach so. Ah, verstehe. Ja, es stimmt aber gar nicht. Ich bin gar nicht intelligent. So. Dieses Behältnis ist kaputt. Vielleicht ist das... Warum ist die Schrift auf einmal rot? Schon 3 Jahre alt. Hilft jetzt schon gerne ab und zu seinem Papa aus. Okay. Hier kommen wir nicht lang. Da brauchen wir sicherlich noch irgendwas total Crazyes für. Crazyes. So, dann gehen wir mal nach oben. Und... Alex. Da leck mi no morsch. Boah, wer... Ach, oh, krass. Ja. Na, ich wusste es. Ich wusste es. Es ist noch nicht zu Ende. Diese Gitter scheinen unter Strom zu stehen. Das könnte gefährlich werden. Wie sollen wir verhindern, dass wir durch den Stromschlag umkommen? Wir werden wohl abwarten müssen, bis die Energie nachlässt, bevor wir darauf treten können. Dann warte ich mal. Okay, ich glaube, die Energie war gerade wieder da. Voll erwischt. Sehr schön. Was ist denn mit Roswitha los? Warum ist die so lahm? So. Perfekt. Gitter ist aus. Ey, wenn diese Daleks, ne? Das macht mich gerade ein bisschen fertig. So. Es können Himmel und Hölle sein. Willkommen im... Zugriffsanfrage für Energie... eingeschränkt im Bereich 2. Turning, das wird bitte... Snake. Snake? Wie cool. Wie cool ist das denn? Ich mag das Spiel so gerne. Kann ich mit... Ja. So. Ich bin voll der Profi in Snake. Ist allerdings irritierend, dass die Punkte kleiner sind als die Schlange. Na. Oh.
Nein! Puh. Oh, das war easy. Menschliche Intelligenz festgestellt. Sehr schön. Boah, das ist ja voll geil irgendwie. So, da drüben kommen wir nicht hin. Wie immer. Müssen wir erstmal weiter nach oben. Und das nächste Spiel spielen. Gleich nach dem nächsten Dalek. Bam! Ich wollte gerade sagen. Schon wieder. Oh, ein Maulwupsi-Lupsi. So, wir greifen an jetzt. Bevor das wieder... So, mit denen müssen wir lieber warten. Weil dann haben sie einen schönen Fernangriff. Damit kommen wir weiter, als wenn wir uns in Gefahr begeben. Oh, der hat einen guten Angriff. Der war gar nicht schlecht. Schlitzen, so. Eis. Perfekt, der ist weg. Passt aber voll cool. Also ich meine, wie komplex allein dieses Kampfsystem ist, das ist doch echt Wahnsinn. So. Und damit haben wir 50 XP gekriegt. Wir sind ja noch nicht Level auf, ey. Das ist ja unfassbar. Ah, hier können wir nach unten. Schön, aber erstmal müssen wir natürlich den Turning-Test noch machen. Und das ist... Ja. Mann, das ist so cool. Das ist die beste Folge, glaube ich, bis jetzt. Das beste Element in dem Spiel. Okay, es ist irgendwie so eine Mischung aus ein bisschen einfacher als das Original und ein bisschen schwieriger. Uh-oh. Nein! Wow, das war... knapp. So, jetzt gehen wir rückwärts wieder nach unten. Alles klar, verstehe. Voll logisch, das so einzubauen in den Raum, weil man ja nicht davon ausgeht, dass hier Wände kaputt gehen, aber alles sinnig. So. Und? Nichts? Okay, das war jetzt, habe ich nicht mitgerechnet. Ich möchte noch nach da oben gehen, weil da ist noch was zum Kleinholz machen. Ah, und noch ein Turning-Test. Oh, also, mir voll in die Falle gelaufen. Angriff, pam, aber wenigstens kein, ihr wisst schon. Ah, perfekt. Stimmt. Oh nein. Oh, Fina. Fina muss unbedingt jetzt heilen. Gut, dass das nicht auf mich losging. Magie heilen Stefan. Oh Gott, das ist aber Rettung in letzter Sekunde. Gut, dass die mich nicht angegriffen haben. So, in der nächsten Runde muss Fina sich leider selber heilen. Kommt noch dazu. Das ist dann jetzt soweit. So. Jetzt können wir uns schon mal in der Zwischenzeit überlegen, welches Spiel denn jetzt als nächstes drin vorkommen könnte. Ich überlege gerade, was es noch so für coole Retro-Spiele gibt. Aber ich kann mich gerade gar nicht richtig konzentrieren. Bomberman hatten wir schon, das wäre jetzt auch ein bisschen zu komplex. Sind es noch Donkey Kong? Ist auch noch ein schönes Retro-Spiel, aber es ist auch noch nicht, also ist ja schon nicht mehr ganz so retro. Tetris vielleicht noch. Aber Tetris ist auch ein bisschen zu viel irgendwie für so ein... kleinen Turning-Test, ne? Ja, aber wir werden es jetzt sehen. Wir werden jetzt sehen, was sich da in diesem Spiel verbirgt. Ach, Pac-Man. Sehr schön. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Pac-Man ist auch gut. Huch. Ich muss hier auf meinem Controller dann die vom Knüppel zum Stick umschalten, weil das ist einfach Pflicht. Ach, fuck. Den wollte ich eigentlich noch gar nicht einsammeln. Komm her, du Arsch. Boah, die Steuerung ist hier ein bisschen schwammig, irgendwie. Und anscheinend haben die auch nicht unterschiedliche KIs. Es
ist aber eigentlich voll das geile Sicherheitssystem, ne? Stellt euch mal vor, bei so einem total mega wichtigen Formular im Internet, um das zu lösen, müsst ihr erstmal hier so ein Spiel spielen, anstatt irgendwie so eine blöde Zahl einzugeben. Das dauert natürlich Ewigkeiten. Aber, ja, ist voll sicher und total lustig irgendwie. Komm nicht nach unten, danke und gewonnen. Ihr habt gewinnt. So, wir müssen wieder nach links gehen. An den ganzen Daleks mich vorbei. Und dann gehen wir mal hier vorbei und dann sind wir hier auf der Seite und dann können wir hier noch ein bisschen so machen. Und Kampf. War ja irgendwie zu erwarten. Nein! Oh! Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Schlitzen tun wir mal den. So, einer weg. Just one more to go. Zwei sind's, Stefan, zwei. Oh nein, Fina hätte jetzt, egal, müssen wir in der nächsten Runde machen. Nein! Wir haben gar kein Leben verloren. Ich dachte, es zieht Leben ab, aber anscheinend, ist das nur für, dass wir den Angriff abbrechen praktisch. So, Fina. So. Perfekt. Und dann müsste der jetzt auch mit der nächsten Runde weg sein. Sehr schön. So, dann müssten wir noch einen Sicherheit. Oh, ne, da. Gut, dass wir uns noch geheilt haben. Ach ja, das Leben. Es ist so wunderschön. So. Der erste ist weg. Jetzt können wir schlitzen. Oh, das war nicht so nett. Ach so, ich habe auch falsch geguckt. Der Schlitzer hätte sehr schön geklappt. Oh, greift nicht alle Fina an. Halt auf damit. Oh, oh Gott, ich dachte, das wäre der Blitz gewesen. Aber also nichts passiert. So, Magie heilen du selbst. Und Sturm. So, nur noch zwei über. Sie muss aber auch nochmal stürmen. Oh, wie fies. Wie fies. Kombo-Angriff dauert natürlich um einiges länger. Damit haben wir ihn aber auch schon mal ausgeschaltet. Allerdings müssen wir jetzt noch wieder auf Fina warten. Na komm, egal, ich treffe den anderen eh nicht mehr. Jetzt steht er sogar schon außerhalb des Gitters. So, Fina, halt bitte nochmal sich selber. Mich kann ich ja außerhalb des Kampfes auch heilen. Ah, oh, wie viel hält er denn noch aus? Nein! Danke. Jo, mit den 65 XP und 6 Gold verabschiede ich mich dann auch in die nächste Folge von Evoland. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss!